Diese Base hier hinter mir ist schon ziemlich okay, aber heute wird das Ganze nochmal ein Level krasser. Denn diese Base soll natürlich die heftigste Base werden, die ich hier gebaut habe, doch im Moment komme ich nicht mehr raus. Genau deswegen müssen wir heute endlich mal einen funktionierenden Ausgang bauen und außerdem bauen wir heute auch endlich ein Lager. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Das heißt, das ist, denke ich mal, das Erste, worum wir uns kümmern sollten. Hier kommt jetzt also noch ein Layer Dispenser oben drauf. So, dann holen wir mal noch ein bisschen Gunpowder. Das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen wenig. Da müssen wir dann später noch mal ein bisschen mehr holen. Aber natürlich brauchen wir auch Sand. Ich habe jetzt den TNT-Launcher geupgradet mit einer zweiten Reihe. Ich hoffe mal, das Ganze funktioniert und pustet mich nicht in die Luft. Und dann würde ich sagen, es ist Zeit für den Test. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, ich stand nicht richtig. Das waren jetzt 24 schwer erfarmte TNT. Und da muss ich jetzt erstmal, glaube ich, TNT farmen, bevor es den zweiten Versuch geben kann. Aber davor baue ich nochmal einen anderen Raum, damit ich das ganze Zeugs auch gleich hier unten craften kann. Und zwar ist das dann ein Lagerraum. Geh einfach mal in die Wand hier. So wie hier vorne soll jetzt der ganze Raum werden. Allerdings seht ihr schon hinter mir, da geht es noch ein Stück zurück. Ich baue hier erstmal einen Beacon rein, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Oh, nope, das ist noch. Oh Mann, ich muss erst einmal hier durchbuddeln. Ja! Och nö. Mein Powdered Snow ist weg. Das ist suboptimal, weil jetzt muss ich den nochmal holen. Jetzt werde ich aber erstmal Gunpowder und Emerald farmen, denn Emeralds werde ich später wahrscheinlich auch noch brauchen. Das sollte erstmal mehr als genug sein. Da ich aber im Moment noch keinen Platz für Sand habe, kommt die erste Kiste unten in meine Lagerhalle und das wird dann Gunpowder sein. So, das werden dann hier so rein sein, probably. Die Wände muss ich natürlich auch noch austauschen. Dann packe ich hier einfach daneben direkt Sand rein und natürlich hier dann TNT. Hier kommt dann Redstone rein und da werde ich alle Redstone-Sachen reintun, also auch Sticky Pistons, Pistons, Repeater, Comparator etc. Ich denke, ihr versteht das Ganze, sonst müsste ich ja eine Kiste für jedes Item holen. Das machen wir noch nicht. Let's go! Ich habe jetzt den Raum endlich fertig ausgehöhlt. Ihr seht ja da schon die Kisten. Davon werden noch ein paar mehr reinkommen. Aber jetzt muss erstmal der Beacon wieder weg, oben zugemacht werden. Und dann müssen wir später auch noch Wände und Boden austauschen. Hier kommen dann Emeralds rein, anscheinend. So, dann Versuch 2. 3, 2, 1. Okay, ich glaube, es hat alles gelauncht, aber ich glaube, da hinten war ein bisschen... Ja, da hinten war ein bisschen später. Also entweder liegt an meiner Inkompetenz beim Zünden oder meiner Inkompetenz beim Bauen. Ich weiß jetzt nicht, was besser wäre, aber das funktioniert auf jeden Fall noch nicht so ganz. Dann ist es Zeit, Sand und Kies zu sammeln, um in dem Raum da hinter mir eine coole Wand zu bauen. So, das sollte erstmal genug Sand sein. Jetzt brauchen wir aber noch Gravel. Der Profi, Digga. Oh, Dias. Ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen. Das könnte vielleicht schon reichen. Mal gucken, wie viel ich überhaupt brauche. Natürlich müssen wir dann auch noch mal einmal über alles Wasser drüber fließen lassen. Boom, der Boden ist
Noch nicht ganz fertig. Boom! Der Boden ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch einmal Wasser drüber fließen lassen, damit das Beton wird. Ihr seht schon hier, das sieht dann, finde ich, besser aus. Kann man aber verschiedene Meinungen drüber haben. Und so sieht das Ganze dann aus. Jetzt fehlen nur noch die Wände und die Decke. Das ist die erste Wand, aber noch nicht Beton. Wand Nummer 2, Nummer 3. Und so sehen dann alle vier Wände fertig aus. Jetzt fehlt nur noch die Decke. Dafür muss ich aber erst noch in Beton umwandeln, da diese Blöcke runterfallen. Dann wird es Zeit, diesen Raum mit ein paar Kisten zu füllen. Da ich nicht glaube, dass ich den TNT-Launcher noch gescheit hinbekomme, baue ich jetzt einfach einen ganz normalen Aufzug mit diesen Blubberblasen. Und so komme ich dann zwar viel langsamer, aber ohne Raketen hoch. Das ist dann also der erste Layer an den Kisten. Und viel mehr werde ich heute auch nicht machen, weil der Lagerplatz mir erstmal komplett ausreicht. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Items hier runterbringen. Ich habe jetzt soweit alle Kisten befüllt und damit bleibt nur noch eine Sache zu tun, denn man kann die Schilder leider nicht wirklich lesen. Deswegen brauche ich jetzt noch ein paar Glowing Ink Sacks, um die Schilder leserlich zu machen. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem Raum. Oh, hier. Ich denke mal, 46 Stück sollten genügen. So ist schon viel besser. Mit einer Farbe wäre es noch geiler, aber erstmal muss es so bleiben. Alles, was hier oben jetzt mal in Kisten war, ist jetzt unten. Alles ist jetzt eingeräumt, das heißt, gehen wir mal hoch und machen zu für heute. Dann machen wir mal zu. Und dann würde ich sagen, was ist heute mit dem Video? Lasst sehr gerne noch ein Like und ein Abo da, denn in der nächsten Folge werde ich einen Secret-Raum bauen, der vielleicht der wertvollste Raum meiner ganzen Base werden wird. Also schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder vorbei. Lasst auf jeden Fall noch ein Abo da und dann ciao.